Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Secrets of Grindea mit dem Böserich. Hallo! Hallo! Wir hatten hier gerade den richtig krassen Bossfight. Also wenn ihr den jetzt verpasst habt, müsst ihr nochmal zum Böserich gucken. Ja. Boah, der war richtig hart. Und jetzt können wir so ein komisches Shift-Dings machen, wenn wir hier drüber laufen. Ja, also mit A. Mit, so. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wow, mit was man das bei mir also aktiviert. Also deine Aktionstaste. Aktionstaste, okay. Und hier haben wir neue Fähigkeiten bekommen, cool, durch diesen Typen, den wir besiegt haben. Der eigentlich dafür da war, einen wesentlich größeren Boss zu besiegen. Und der war schon heftig jetzt. Ja. Und jetzt ist es, aktivieren wir das nächste Schloss, was extrem laut ist. Und? So, eins fehlt noch, aber das kriegen wir doch auch noch hin. Aber heißt das, dass wir noch... Stimmt, es waren noch zwei Waffen, die sie gemacht haben. Faceman und noch einen anderen Typen. Stimmt. Genau, wir sammeln hier erstmal wieder das andere Zeug ein. Kommt gleich wieder ein Bossgegner danach, das wäre wieder heftig. Überhaupt kann man mal kurz erklären, wir sind auf so eine Art Raumschiff oder so aus der Zukunft. Ja. Also ich finde, wir müssen nicht erklären, weil eigentlich müssen die jetzt gucken. Ja, stimmt. Das macht ja keinen Sinn, wenn ihr nur bei Toni guckt oder so. Ihr müsst das auf beiden Channels gucken oder auch nur bei mir guckt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Genau, also auf jeden Fall sind wir gerade hier auf diesem Raumschiff, das in der Luft fliegt und wir sollten lieber nicht darunter gucken. Wow. Was ist das? Was? Greift es uns an? Ja. Das sieht aus wie so ein... Phoenix. Ja, Phoenix, ne? Phoenix Games, what the fuck? Eine Pekko-Feder. Wir können jetzt da hoch und... In die Kiste gucken, willst du mal machen? Ja. Ich meine, ich krieg das dann wahrscheinlich auch, ne? Oder? Das war nur ein Gemälde. Ich will auch ein Gemälde. Ja, das hast du wahrscheinlich auch bekommen, nur nicht bemerkt. Oder es war nicht so wichtig. Okay. Wenn es wirklich wichtig ist, kriegen wir es beide. Oh, hey, wieder Gegner. Ja, als ob ich sie nicht vermisst hätte. Das heißt, wir gehen jetzt in welche Richtung? Links, da können wir nämlich rüber phasen. Ach ja, stimmt, da konnten wir das letzte Mal nicht rüber. Face. Hallo. So. Hey. Oh, hier ist ja voll die Action schon wieder. Ja. Also in diesem Kreis wird man verlangsamt. Das ist nicht so ganz geil. So, Frosty. Mein treuer... Was? Freund. Guck mal hier, mein Schatten greift an, wenn ich diese Attacke mache. Weißt du, diese Schattenangriff? Hey, ich komme nicht mehr raus. Wir müssen ihn wieder denn töten jetzt erst. Und dann... Claudia, komm schon, mach's fertig. Claudia ist hier oben. Ja, die war gerade bei mir. Jetzt ist Frosty. Nee, Frosty. Ja, bei mir war Claudia bei mir und bei dir war Frosty. Okay. Und bei mir waren sie auch mal beide da, kurz. Okay. Wie, können sie also nicht entscheiden, wie es aussieht? Was? Der furzt irgendwie. Der Phoenix furzt. Ja, glaube ich nicht. Hier ist noch einer. Eben. Ha. Ein Guardian heißen die. Das ist alles, okay, glaube ich, ein bisschen... Warte kurz. Hat alles ein bisschen Bezug auf das Schloss im Himmel. Da gibt es auch Guardians und alles mögliche. Also so, guck dir mal den Anime an. Das ist ein sehr schöner Anime. Es ist ein Film. Also es ist keine Serie, sondern ein Film. Okay. Von den berühmten Ghibli-Studios. Und hier, guck mal. Die kann ich doch jetzt pflanzen lassen, genau. Das ist echt, oder? Ich weiß nicht genau. Nee, ich glaube, mein Zauber ist nicht gut genug. Aber es wird größer. Ja, ich glaube, da brauche ich erst den kompletten Zauber quasi. Und dann kannst du wahrscheinlich so einen Gehilfen rufen oder so. Kannst du noch größer? Ja, weg? Nee, geht leider nicht größer. Okay, schade. Gut, dann können wir hier oben rein und dann kommen wir wahrscheinlich... Oder da hinten können wir noch hoch, glaube ich. Nee. Dann kommen wir zum nächsten Boss. Wird der größer? Wenn ich das hier mal ganz auflade? Nö. Ja, es werden immer mehr. Doch, es werden mehr. Mach mal weiter ein bisschen. Nee, dann geht aber dann wieder zurück. Okay, dann gehen wir rein hier. Muss ich da... Oh, da ist eine Kiste. Da kommen wir aber... Ach, da kommen wir wahrscheinlich erst hin mit meinem kleinen Freund da unten. Ach ja, stimmt, ja. Mit deinem kleinen Freund da unten, das sag ich auch immer. So, er hat ein anderes Dorf wieder vernichtet. Steht zumindest bei mir. 55 Leute sind tot. Nein. Und eine davon war Alins Schwester. Wir müssen ihn stoppen, sagt sie mir mit Tränen in den Augen. Keiner von uns glaubt, dass kann glauben, dass er einer der größten Collectors war. Oh, der Typ war ein Collector. Oh nein. Dieses Monster. Also. Steht hier. Das Faceman. Experiment geht gut voran, ja, haben wir gemerkt. Und die Blueprints, also die Blaupausen für die Gun DM4 arrived as well, but the design worries me. Okay. Mhm. Also auf den treffen wir wahrscheinlich gleich. Höchstwahrscheinlich. Rechts, okay. Ja.
Eben auch rechts zuerst. Hier können wir Zeit zurückdrehen. Wir haben wieder ein Rätsel vor uns. Wir müssen die. Ach, guck mal, wir können mit diesen. Gegen diese. Ja, genau. Ah. Müssen wir so verschieben, dass wir da rüberkommen. Das heißt. Es müsste hier quasi. Warte, so. Hier mach stehen. Mal, mach mal. Nee, warte kurz. Wenn man jetzt so macht, dann kommt man da hoch. Soll ich das dann. Warte mal. Soll ich das dann hier rüberschieben? Ah, warte kurz. Stopp. Hey, stopp. Warte. Wieso zerbreche ich da an der Wand immer? Ich muss irgendwie gebremst werden. Hm. Und warte mal, jetzt geht's dann. Ach so. Wir müssen. Darüber? Nee, stopp, stopp, stopp. Wir müssen am Ende. Wir müssen auf diesem Pfeil wieder landen, sonst sterben wir. Ja, ja, schon. Ich weiß. Aber. Also. Dann mach den nach unten. Schieb den mal da unten. Ich komme nicht mal runter sonst. Den Spiegel links. Ja, nach rechts ein. Aber dann kommst du doch auch nicht runter. Ja, ich wollte mal. Okay, warte mal. Mit dem kommst du wieder her. Gut. Und mit dem komme ich da wieder hoch. Aber das wird halt immer. Wir müssen quasi den hier, der hier steht, der ist ja so gebogen, dass er in die Richtung führt. Also wir müssen quasi den hier. Den müssen wir treffen. Kriegen irgendwie. Oder treffen, genau. Aha, wir müssen Zeit zurückdrehen. Mhm. Uah. Okay, warte mal kurz, und jetzt steht ein Schild. Also die nach rechts schauen, gehen immer nach oben, wird man geschossen. Genau. Die nach links gebogen sind, nach unten. Nee, es wird halt immer quasi in die Richtung geschossen, in die gebogen wird. Also okay, der hier macht jetzt hier so ein von links nach oben. Und der hier drüben, der würde jetzt von oben nach rechts. Der hier. Ich will ihn einfach benutzen. Einfach gucken, was passiert. So, zack. Und dann mach ich hier. Da werde ich das zerplatzen. Mhm. Der soll aber da oben hin. Das heißt, wenn du ihn nach rechts und nach oben, du musst ihn rechts da auf den Platz, muss er ja. Nach rechts und dann nach oben ein. Aber den triffst du doch dann nicht. Ja, nee, genau. Da müssen wir für sorgen. Und zwar mit dem anderen Spiegel. Okay. Da, ja, genau. Und warte mal, jetzt, wenn ich auf den. Den komme ich so. Er muss ja auf jeden Fall da stehen, der Spiegel, weißt du? Ja. Der andere, der muss ja da stehen, da rechts. Ja. Das ist die Frage, wo wir die anderen platzieren, dass wir dagegen kommen. Müssen wir wieder runterkommen, warte. Was ist denn mit den. Ja, dann kommst du wieder zum Anfang. Wenn du die nimmst. Ja. Okay. Ha, knifflig. Wir bräuchten noch einen von denen hier. Den wir dann hier hinstellen. Und der hier müsste dann auf die andere Seite. Also ich muss ja dagegen kommen, muss ich. Aber da kann ich ja nur gegenkommen. Nee. Das macht keinen Sinn. Er muss alles zurückdrehen gleich. Ja. Yes. Ja, aber du brauchst mich. Ha. Schwierig. Oh Gott, das ist ätzend. Also du. Ach nee. Was, ach nee? Um auf den zu kommen, auf den Fall rechts, müsste der da oben sein, der andere Spiegel. Ja, eben. Okay. Aber es geht ja gut. Nicht. Warte, wenn ich hier gegen hau jetzt, dann gehe ich nach darüber. Das heißt, wir tauschen. Warte. Okay. Stopp. Anders. Und zwar den zurück. Wir müssen die beiden da unten vertauschen auf den Seiten. Das heißt, wir machen das so. Soll ich den jetzt mal rüberschieben? Ja, schiebst du den mal rüber. Hoch einmal. Mach ich. Mhm. So, jetzt machen wir den mal hier rüber. So, jetzt will ich kurz gucken, okay. Was passiert. Also, ich mach kurz mal was. Und zwar, schieb mal den oben zur Seite ein Stück. Genau, wir fliegen jetzt nach da. Aber es bringt uns ja immer noch nichts. Ja, nee. Machen wir wieder zurück, die anderen, damit ich runterkommen kann. Hallo? So, jetzt folgendermaßen. Jetzt machen wir.
Jetzt müssten wir... Den wieder runter. Verdammt, jetzt haben wir den hier reingesperrt. Ach man, das wollte ich gar nicht. Nicht verschieben. Ja, jetzt wir müssen doch eh zurückdrehen. Ja. Nein, nicht so krass. Nicht ja, komplett. Doch. Nee. Aber schon müssen... so weit, bis der wieder das, unten ist. Stopp. Ja, genau. So, und jetzt müssen wir runterdrücken, nicht hoch. Das war falsch. Also der darf nicht hier oben feststecken. Ja. So, hier. Genau. Das haben wir vertauscht. Der oben. Ich weiß jetzt wie. Pass auf. Jetzt schiebt den mal genau auf die Höhe, wie ich den oben hier habe. Oh, so, meinst du, das funktioniert? Ja. Voll so, gut. Ich komme zurück. Der Schlüssel. Oh, Schlüssel. Okay, perfekt. Tada. Jetzt kannst du hier doch bestimmt rein, oder? Ich bin der Magier, ja. Ne? Ich hätte den Magierhut. Ich kann das. Kisten! Meine! Meine! Weg da, meine! Ja, ja. Mach auf! Meine! Nö, mach ich nicht. Aus Prinzip mach ich meine Wüste mehr auf. Gut. War nichts Besonderes so. Warte. Du hast doch bestimmt einen Schlüssel, oder nicht? Ja. Und Gun, der Typ ist fertig. Das Einzige, was fehlt, ist die Powerquelle, die Energiequelle. Und das ist, hast du eigentlich den Timer an? Wahrscheinlich wieder nicht, ne? Doch. Du hast wow. Noch ein bisschen. Kannst noch ein bisschen vorlesen. Okay. It's a power source that was what scares me tough. Okay. A source that powerful would have to be dangerous itself. Blah, 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 highly advanced weapon. It gives me the chills. Blah, 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 blah. Okay. Mhm, Aline hat das, wollte das so krass machen, das Ding. Okay. Gott, ich hab Angst. Also wieso komm ich nicht rein? Nee, irgendwie nicht. Müssen wir nochmal zurück vielleicht? War hier? Nee. Da war doch noch eine andere Seite. Vielleicht müssen wir da zuerst rein. Ach so, kann gut sein. Hast recht. Du bist so weise. Weil normalerweise geht's ja immer von links nach rechts. Oh Gott. Pecko schon wieder. Was? Tot? Nein, die machen gerade nur extrem viel mehr Schaden, als ich es erwartet hätte. Claudia! Der pupst echt? Nee, der macht mit seinem Bein, macht er die, wird der Dreck auf. Ach, das ist ein kleines, ein Ibi-Tag. Das sagt dir nichts. Da oben ist der Schlüssel. Der Schlüssel, genau. Warte, du hast hier jetzt ein Info, wir sollten die Info kurz lesen. Mhm. Oh, der Faceman hat sich als falsch erwiesen. Ach, wirklich? Er ist wesentlich schwächer als erwartet. Oh Gott. Und die Kraft von Famamera steigt immer mehr. Nun ist nur der eine unsere letzte Hoffnung. So. Oh, böse, ich hab ein Video freigeschaltet, sehe ich gerade. Okay. Gehst du jetzt da wirklich hoch? Kommst du durch? Ja. Kann ich zerstören? Ich lese mal, was hier steht. Kann ich zerstören oder so? Ah, Mama. Sample Test. Ach so, das ist wieder so ein Test-Dings quasi, wo man es testen muss. Es ausweichen lernen muss. Genau. Also das Ausweichen-Lernen-Ding. Aber ich weiche die ganze Zeit aus und dann... Kommst du durch? Ach, muss ich gleich hier rausschießen. Warte, ich versuche mal kurz das hier... Ich bin, aber durch oben ist nichts. Da ist kein Ah, da ist eine Treppe. Jetzt sehe ich sie. Okay, dann lasse ich dich mal durchgehen. Ich bin tot. Ich komme wieder. Willst du nicht da durchgehen, nimmst du auf. Du musst auch lernen, da durchzulaufen. Komm, okay. Wir gehen zusammen. Aber dann, wenn beide sterben, dann kann keiner mehr... Es ist so. Oh Gott, unsere ganzen Viecher sterben die ganze Zeit. Du musst es schaffen, dann links die Treppe gleich. Ja. Okay. Hast du wieder beleben kurz, bevor du stirbst oder so aus irgendeinem Grund? Aus irgendeinem Grund. Ich fall runter. Wer weiß. Voll gut, dann bist du jetzt aber auch bei mir. Face! There's only me and Elaine remaining on the facility. Ich gehe da lieber noch nicht lang. Most left the day after Faceman failed. Also die meisten sind geflohen hier in dem Labor, nachdem Faceman verloren hat. Es gibt keine Hoffnung für uns. Ja. Wir müssen weiterkämpfen, Aline und ich. Wir bauen weiter an Gundam. Gundam. Nee, Gundam. Gundam heißen die wirklich. Ist auch wieder so ein Bezug vom Anime. Okay. Ich hoffe, wir sind stark genug. Oh Gott. Professor Pine ist übrigens eine Anspielung auf Professor Eich. Was auch immer. So. Okay. ein Faceman Design, okay. Ja, hat mit den Guardians kombiniert, diesen Kristalldingern. Die Welt brennt. Okay, was ist denn hier passiert?
Ja, anscheinend nichts Gutes, ne? Das Potenzial von Gundam ist erschreckend groß. Ja, hoffentlich wendet er sich nicht gegen uns. Aber die, oh nein, habe ich richtig gelesen? Die Schwebe, die Gravitationskristalle werden ausfallen, wenn Gundam gerufen wird. Das heißt, wir werden abstürzen in dem Moment. Oh. 3.11. Und Aline befürchtet, dass das Konzil, alle tot sind vom Konzil. Es wäre nicht so schlimm. Außer, dass jetzt Vamera das ganze Land brennen lässt. Okay, ist eine ganz spannende Geschichte, was hier passiert ist. Also Vamera ist hier ordentlich durchgerusht. Hier geht's weiter. Okay, dann gehen wir mal noch nach unten. Da müsste jetzt der Schlüssel sein. Genau. Toni? Ja? Achso, du warst... Da wird kurz ein Leck wieder. Okay. Gehen wir runter? Ja, hüpf. Ah. Okay, gut. Ich habe jetzt einen Schlüssel. Wie spät haben wir es? Wie 16 Timer? Minuten. Oh Gott. Dann... Ach, Pecco. Hi, Pecco. Achso, wieder... Das checkt uns doch nicht so. Phoenix? Phoenixler? Komm das schon, Frosty. Achso. Du hast Turkey. Nee, ich habe Turkey eingesammelt. Ja, du hast Turkey eingesammelt. Mein Leben regeneriert sich nicht. Das ist schlecht. Können wir uns hier mal ins Licht stellen? Und in deiner Folge gibt es dann wahrscheinlich wieder einen netten Kampf. Aber in meinen Folgen immer. Ich weiß nicht, das ergibt sich einfach so. Okay. Aber machen wir es einfach so. Schaut dann bei Möseri vorbei, wenn es wieder einen Bossfight gibt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.